auf Zander am Archipel. Da lübte gerade ganz gut. Es werden schon jede Menge Zander hier gefangen und das testen wir natürlich mal eben. Und da geht auch bestimmt schon der nächste Zander rein, oder? Ne, eine kleine Sefo. Also, ein paar Beifänger sind natürlich auch mit da drin, aber es fängt auch schon gut an mit Zander. Also schnell raus mit den Köder. Und ja, ich bretter hier oben auf dem 18er hin und her, beziehungsweise erstmal hin, denn ich stehe jetzt hier erst gerade mal oder fahre hier erst seit 2 Minuten. Und ja, die ersten kleinen Fischis sind drin, 4 Stück sogar schon. Und das sieht auch schon bisher ganz gut aus. Die Frequenz sieht auch schon wirklich vernünftig aus. Vor allem, ja, Zander, ne? Zander lohnt sich einfach. Einfach vom Gewicht, von der Gewichtsklasse her ist das sehr angenehm. Silbermäßig lohnt es sich auch absolut. Und deswegen teste ich jetzt hier einfach mal diese Stelle und bretter jetzt hier rauf und runter. Das ganze Setup ist relativ groß zusammengebaut. Zack, da geht der nächste. Ist der Hammer. Man kommt noch nicht mal dazu, hier richtig auszuwerfen. Eine Rute hier schön groß zusammengebaut, wieder mal mit der Goliath, um das zu testen, inwieweit das funktioniert hier mit hoffentlich mal einem richtig schön großen Brocken. Zack, da geht der nächste. Man kommt nicht mal dazu, man kommt nicht mal richtig dazu mit der dritten Rute. Na guck mal, hier ist einer, der so ein bisschen mehr Gewicht hat. Der bremst hier so ein bisschen aus, sehr gut. Ja, aber so muss das, ey. Ganz entspannt. Und es fühlt sich ein bisschen eigenartig an, muss ich sagen. So nach dem ganzen Nordmeerangeln hier mal auf dem kleineren Acker unterwegs zu sein und hier rumzubreddern. Und ich habe schon gedacht, nanu, habe ich überhaupt das richtige Boot hier ausgewählt? Das ist so lütt alles. So ein kleines Boot. Zack, da ist er. Der Zander. Sehr schön. Und direkt wieder raus hier. Zap, und der nächste. Sehr angenehm gerade. Sehr, sehr, sehr angenehm. Ich werde das hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter durchziehen. Klar, Bootsticket natürlich hier erstmal 1 Stunde lang testen. Und dann ist die Überlegung, läuft es danach halt noch weiter oder nicht. Zack, direkt wieder raus. Es ist gerade nicht so sehr windig und ist... Hoppala, kannst du... Es ist nicht sehr windig, es ist relativ kühl. Das ist, ist mir auf jeden Fall aufgefallen jetzt im Vergleich zu den anderen Tagen. Die Ripos-Maräne mal eben abgesahnt. Alter, Archipel ist einfach zu wild. Ich muss ein bisschen mehr auf dem Archipel rumbrettern, damit mir noch mehr irgendwelche random Trophies reinballern. Habe ich in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht. Und jetzt, wo wir mit dem Meeresangeln ja so aktiv hier auf den Booten rumstehen, dann kann man das mal auch auf dem Archi machen. So, gleich wird es Zeit zu wenden. Ich fahre noch ein bisschen weiter und dann fahre ich hier einfach gerade wieder zurück oder hier so an der, ich glaube, so an der oberen Kante. Da kann man einfach so durchziehen und dann ist das gut. Und es lübt ja auch schon wieder. So, komm mal raus hier. Ist da auf der anderen Route ein Stint? Könnte ein Stint sein, ne? Könnte ein Stint sein. Ja, irgendwie zuppelt es da ein bisschen. Also irgendwas ganz Kleines ist da dran. Ich glaube, es wurden auch schon, Saiblinge gefangen. Cool, Hecht nehme ich auch gerne mit. Ich nehme auch gerne noch einen viel, viel größeren Hecht mit. Wir gehen gleich mal auf Setup ein. Also richtig großes Setup hier natürlich. Ja, Stint. So groß wie möglich. Weil wir ja immer noch die Chance haben, dass hier auch richtig große Brocken reingehen. Von daher muss man da auch dick und mächtig rein. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst noch die Ultima hier als Baitcast-Variante holen. Damit ich also nicht nur hier so eine Goliath verwenden kann, das ist ja schon geil, aber damit ich auch vielleicht die Konventionalrolle mal verwenden kann, fürs Welsangeln zum Beispiel, das hatte ich ja schon mal einen Tag im Stream gesagt, dass das ja durchaus eine Option ist. Wobei das jetzt zuletzt, im letzten Video mit dem Welsangeln, ich verlinke das nochmal, da war das auch richtig gut mit der Goliath. Da hat das auch super funktioniert. Also erschreckend gut sogar. So, nächster Brocken rausziehen hier. Ich bin ganz gespannt, wie das, also ob es hier irgendwie große Ausschlitzer gibt. Ich habe mal ein bisschen
bisschen, ich habe einfach mal neue Haken verwendet. Und ich glaube, es ist gut. Es ist nicht so verkehrt, ey. Und jetzt, wenn ich gerade überlege, die kleine Ribosmarine, die Ribosmarine auf 4-0er Haken habe ich drauf. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Absolut wild. So, jetzt muss ich aber gleich wenden hier. Jetzt sind wir bestimmt schon über der Stelle hinaus. Was kommt denn da noch an, ey? Auch ein Zander, ne? Liegt schon auf dem Rücken. Fix und fertig. So, komm ran hier. Ach, ist das angenehm. So, jawohl. So, jetzt aber kurz wenden. Also, wir sind hier an der... Hier oben sind wir, an der Position. Einmal schnell im Turbo. Und ich glaube, so ungefähr, ne? Stopp, stopp, stopp. Rem, rem, rem. Ja, fast ein bisschen weiter rum. So, passt das? Ich glaube, das passt. Nochmal schön mittig hinstellen. Ja, das passt doch. Vielleicht gleich nochmal so ein bisschen korrigieren. So. Trollinggang an. Perfekt. Okay, so. Jetzt direkt wieder auswerfen. Und dann gucken wir uns mal das Setup an. Beziehungsweise wir nehmen mal direkt das Setup hier. Also, ich stehe hier mit der Black Edition. Super klassisches oder Top-Gerät, kann man auch sagen. Fürs Schleppen. Einfach richtig gut. Plus zwei noch auf die Wobbler. Ist natürlich auch sehr gut. Wurfgewicht ist okay. Da gibt es natürlich Routen mit ein bisschen mehr, aber das passt soweit. 50 Kilo reicht auch komplett aus hier. Und wir sind hier aber sehr mächtig unterwegs mit 55 Kilo. Also im Idealfall wollen wir hier nicht irgendwie fettfingern oder sowas und unser Setup, unsere Route kaputt machen. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Wir sind hier komplett über, aber wir können das Ding eben auch komplett auch ausnutzen. Ne? Das heißt, wir nehmen die gesamte Kraft der Route, die gesamte Kraft vom gesamten Set hier und nutzen das schamlos aus. Also komplett Bisschen über. Wenn man dann ein bisschen unsicher ist und sagt, na, ist mir vielleicht zu viel, dann hier einfach drunter gehen von der Schnur. Und das geht ja auch, ne? Ich habe jetzt die einfach genommen, weil ich sie auch noch hatte. Zack. Und ja, dreimal hier diese 60 Kilo Schnur. Von der Dicke her passt das. Ich habe die kompletten 300 Meter drauf. Und ja, das ist verschleißtechnisch natürlich so. Das Ding kann ich jetzt lange, lange verwenden. Und hier weiter für Zander ist das natürlich auch alles kein Problem. Bisher noch nicht viel anderes Großes. Das ist natürlich auch angenehm. Also das heißt, wenn man hier mal mit einem etwas kleineren Setup unterwegs ist und seine ersten Gehversuche vielleicht am Archipel machen möchte, dann durchaus, wie gesagt, auch hier mal an dieser Position testen. Gerade Zander ist da sehr, sehr, sehr praktisch für. Weil eben nicht so wie bei den Lachsen die absolut wahnsinnige Action ist. Und man einen übelst heftigen Drill hat, sondern man hat, ja, ihr seht es ja, ein relativ entspanntes Leben hier mit dem Zander. Man kann ihn einfach mal rausziehen. Manche große Zander machen sich halt einfach nur ein bisschen schwer. Das ist dann aber auch einfach nur so ein Ding, was über Zeit geht. Und letzten Endes kohlemäßig, XP-mäßig ist das absolut top. Dieses Setup ist jetzt ein bisschen anders zusammengebaut. Ich teste ja die Woche immer noch die Goliath, was das Ding denn so alles kann. Und ja, bisher noch kein Stress gehabt damit, noch keine große Action aber auch damit gehabt, von daher ist das alles okay. Wichtig jetzt gerade, ich bin hier mit dem Balsa unterwegs, einen, den man selbst herstellen kann oder sich herstellen lassen kann oder zum Beispiel am Koori im Shop einfach kaufen kann, da sind ja diese kleinen Automaten. Ich habe andere Haken drauf. Und zwar sind das die neuen Meereshaken, die günstigen für 36 Silber. 36 Silber, 4-0er Haken, Meereshaken. Und die hier sind es. Ja, Hochleistungs-, Salzwasserfischerei, bla bla. Rostfreier Stahl, höchste Belastung. Ich denke, die höchste Belastung, die können wir am Archipel hier auch ganz gut gebrauchen. 4-0er ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hätte mir normalerweise so ein 2-0er geholt. Das sieht am Köder auch schon ein bisschen übertrieben aus. Bam! Aber direkt betäubt den Zander. Aber es passt. Es funktioniert.
Und wenn man hier sieht, dass auch die kleinen Fische draufgehen, naja, dann können wir auch hier die großen Zander mitfangen. Irgendwie passt es doch. Irgendwie sieht es doch noch ganz okay aus. So, sind wir noch ungefähr in Position? Ja, sind wir noch sogar richtig gut. Das heißt, ich bleibe so. Echolot, wenn ihr auf das Echolot achtet, denkt daran, das Echolot ist ja hier an diesem Boot hinten. Nicht wie beim Nordmeer vorne. Wenn ihr da noch Fragen habt zum Echolot, auch das verlinke ich nochmal. Das Tutorial zum Echolot. Einfach da nochmal reingucken. Da wird dann alles erklärt. Ja, so sieht's gerade aus. Ich muss sagen, das wird ein heftiger Kescher. Ich ziehe auf jeden Fall jetzt hier nochmal durch. Und dann gucken wir gleich am besten nochmal in den Kescher rein. Na, der wehrt sich aber nicht wirklich, oder? Nee. Ja doch, der stellt sich vielleicht ein bisschen quer gerade. Da hinten schimmert es schon so leicht durch. Da ist er. Auch da einfach wieder ein schöner Zander. Sehr gut. Sehr gut. Zander auch immer sensationell. Immer sensationell. Habe ich richtig Bock eigentlich immer drauf auf Zander. Gehe ich viel zu selten. Zack. Schönes Gewicht. 5,4 Kilo. Bäm. Richtig schön aggressiv hier, gerade mit dem zerfressenden Schwanzspitzen hinten und so. Sieht richtig cool aus. So, einpacken, rauswerfen und weiter rausziehen. Ei, was haben wir denn da für einen Brocken dran, ey? Ist das ein großer Zander? Das wäre natürlich der Oberhammer. Ich muss hier schon so ein bisschen laufen. Das ist tatsächlich... Nee, das ist ein Lachs, oder? Aber da kommt er schon. Nee. Ladoga-Lachs, Tatsache, ey. Ne, Atlantischer. 10 Kilo Atlantischer. Nicht schlecht. Nimmt man natürlich auch mit. 10 Kilo Atlantischer. Guck mal, was das für ein krasser Unterschied ist. Und hier ist der nächste. Was die für eine Action haben und für eine Power machen einfach. Absoluter Hammer. Ach du Schande, und jetzt geht einer richtig ab. Jetzt geht einer richtig ab. So, Alter, komm raus hier. Komm raus. Der andere, der will Wasserski fahren. Gib Gummi, ey. Gerade noch die Bremse ein bisschen runter gemacht. Auf einer 25er Bremse geht er richtig ab. Er geht einfach richtig steil. Er geht einfach richtig steil. Komm. Gib Gummi. Oh, da muss ich aber gleich vielleicht noch ein bisschen einlenken. Dass ich da vielleicht hinterher fahre oder sowas. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Oh ja. Oh, der hat Bock. Oh, der hat Bock. So, Alter, komm ran hier. Keine Zeit jetzt für so ein Gedöns. Ah, Alter, noch ein Atlantischer. Guck mal hier, in den Abendstunden. Ich werfe mal jetzt gerade nicht neu aus. Die lassen wir jetzt gerade erstmal eben. Ich fahre gleich wahrscheinlich eh noch mal kurz ein bisschen im Kreis. So, wir gehen mal etwas höher von der Bremse. Ja, jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen aufpassen. Setup ist natürlich so zusammengebaut, dass hier ja die Rute das schwächste Glied drin ist im Set. Das heißt, wenn ich hier mit Bremse zuarbeite, geht die gesamte Last auf die... Was heißt die gesamte? Aber ein Großteil der Last natürlich auf die Rute. So, aber der hatte, glaube ich, nur ein bisschen Bock. Vielleicht auch ein Lachs, durchaus möglich, dass der sich so richtig schön runterstürzt in die Tiefe. Das ist natürlich ein Ding, ey. Und so viel hat er gar nicht abgezogen. So viel hat er noch gar nicht abgezogen. Ich überlege, ob ich jetzt noch... Ob ich noch wende. Oder einfach hier schön entspannt. Im Sonnenuntergang oder im Mondaufgang pilke. Pilken allen. Rausprügeln die Brocken. So ein Ding ist das. Ei, ei, ei. Oh ja, der hat aber schon noch... Der hat aber noch Power. Der hat aber noch Power. Der will noch ein bisschen. So. Vorsichtig. Ich wende mal damit jetzt. Ich wende mal etwas. So. So. Ja, das ist besser.
Und weiter kurbeln. Man sieht es, also es kurbelt ein hier, ganz entspannt. Ich glaube, ich hole mir fürs nächste Mal hier angeln mal wieder die bunte Schnur. Dass man sieht, wie viel Meter man noch hat. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Weil hier gehen, glaube ich, mehr. Hier gehen, glaube ich, 500 noch was Meter drauf von der Stärke. Von der Schnurdicke. Und ich habe ja nur 300. Oder ich hole mir direkt die 600er Spule. Oh, ja, das wäre doch was. Direkt hier für ein Archipel 60er, 60 Kilo und dann die 600er Rolle. Ich glaube, das macht Sinn. Dann hat man ausreichend Schnur drauf. Ist super ausgestattet hierfür, auch wenn man mal was richtig Großes drauf kriegt. Und dann kann man hier auch ganz entspannt die Dinger rausziehen. Weil jetzt sehe ich gar nicht genau, wie weit er noch draußen ist, wie viele Meter sind es noch. Das ist ja schon entscheidend, was man macht, ob man normal weiter dreht oder ob man schon mal mehr wieder ins Pumpen geht oder die letzten Meter ihn jetzt hier nochmal so ranholt oder vielleicht doch nochmal die Bremse zumacht. Das ist dann ja schon praktischer, wenn man das weiß. Ich setze mich nochmal hin, drehe nochmal ein bisschen. Nochmal ein bisschen wenden hier auf der Stelle. Schönes Ding. Aber so macht es doch Bock, gerade hier am Archipel muss man aber auch immer damit rechnen, dass solche Brocken reingehen. Von daher auf keinen Fall zu leicht hier reingehen. Ne? Da schrottet man sich sein gesamtes Setup mit. Verschleißtechnisch kommt man da gar nicht hinterher. Und kohlemäßig ist es eben auch nur lohnenswert, wenn man eben nicht, so wie jetzt hier, einen längeren Drill hat. Wenn ich mir das überlege, hier auf einem 14, 15 Kilo Setup, dann bist du ja erstmal eine halbe Stunde Real Life, bist du ja erstmal beschäftigt, um hier so einen Fisch rauszuziehen. Das heißt also, das Bootsticket ist ja dann schon halb abgelaufen. 100 Silber Bootsticket. Bam, Alter, 12 Kilo. Guck mal, Alter. 12 Kilo. 10 Kilo gerade noch so gezogen. 12 Kilo macht schon so ein Theater. Was macht denn meine Bremse? 20% Verschleiß auf der Bremse. Das erklärt natürlich einiges, ne? Das erklärt einiges. Egal, für Zander reicht's noch. So, ich ziehe jetzt hier noch weiter rein. Ich würde sagen, Alter, bevor ich hier gelandet bin, weiter durchziehen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Ich blende hier gleich einfach nochmal den Umsatz ein, die Kohle ein, was wir denn jetzt hier in der Zeit gemacht haben. Halbe Stunde jetzt unterwegs. Es geht noch eine halbe Stunde weiter. Und dann kommt hier jetzt gleich nochmal der Silberwert, was es alles so gebracht hat hier am Archipel nach einer Stunde. Zieht raus die Brocken, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags immer um 19 Uhr. Petri.